Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Tagebuch, zum Vital Body Plus Tagebuch. Heute sind wir bei Tag 15. Ich werde euch wieder meine Gewichte von dieser Woche durchgeben. Ich werde euch meine Maße durchgeben. Ja, also wir haben vergessen, zweite Woche hier einzutragen. Ja, ist von heute. Ja. So, wie gesagt, ich fange nochmal mit meinen Maßen an für die Leute, die neu dazugekommen sind. Also Körpergröße 1,80, Alter 38, Wunsch 90 Kilo. Anfangsgewicht 116,5 Kilo. Jetzt nach 15 Tagen bin ich bei 109,6 Kilo. Also roundabout habe ich 6 Kilo verloren. 7 Kilo verloren. Nee, 6. 7. Von 109 bis 116? Ja, 109,6. Der zählt nicht. Die 100 Gramm. 6,9 Kilo verloren. Nee, Quatsch. Egal. Heute haben wir Umfang gemessen. Ich bin jetzt bei der Taille bei 113,9. Ich habe ja angefangen mit 113,5. Gesäß habe ich angefangen mit 113,7, bin jetzt bei 109,9. Linker Oberschenkel habe ich angefangen mit 65,6, bin jetzt bei 64. Oberschenkel rechts habe ich angefangen mit 65,5 und bin jetzt bei 64,5. Das ist so schon mal ganz cool, würde ich sagen, was wir da verloren haben. Meine Frau und ich, also wir stocken jetzt, also ich kann euch das ja auch mal sagen. Also jetzt von der letzten Woche, von Tag 7, ab Tag 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Also beim letzten Mal hatte ich ja 110,7, dann 110,3, dann 110,4, 111,1, 109,9, 109,8, 109,8 und heute 109,6. Und das ist nicht nur bei mir so, meine Frau stockt das Gewicht seit einer Woche, wa? Sie hat 8 Kilo abgenommen, aber seit einer Woche stockt das. Hier stehen auch richtig coole Rezepte drin in dem Heft. Und mein Fehler war, ich habe am Anfang das gemacht, was meine Frau gemacht hat, und habe da Oronsalat gegessen. Boah, ist das ekelhaft. Ihr könnt mir noch drüber. Boah, da wird mir jetzt noch schlecht, wenn ich nur darüber nachdenke. Jetzt habe ich ja schon 2 Kochvideos gemacht. Der zweite kam heute online. Was habe ich denn da gemacht? Hackfleisch-Gemüsetopfen. Richtig lecker. Das will meine Frau jetzt die Woche auch noch mal machen, weil es ihr gefallen hat. Wir haben gestern haben wir gegessen Sauerkraut-Hackfleischtopf. Das ist auch lecker. Ach, Sauerkraut-Hackfleischtopf. Pfanne. Pasta auf. Wir hatten beim ersten Mal hatten wir das Hackfleisch von Lidl. Sauerkraut von Lidl. Das säuert sehr, sehr stark beim Kochen aus. Exzellent. Schmeckt danach richtig gut. Jetzt hatten wir das Hackfleisch in der Tüte von Sauerkraut. Mensch, bin ich doof. Na, es ist noch früher morgen. Das Sauerkraut von Kaufland in der Tüte. Lasst da die Finger von. Das ist ekelhaft. Oder wenn ihr das nehmt, entsäuert das vorher. Also spült das nochmal mit Wasser durch. So lassen, aber es bleibt halt sauer. Also mir hat so sauer nicht gefallen, meiner Frau auch nicht. Okay. Du fandest es okay? Ja, ja. Du hast gesagt, naja, ein bisschen sauer, nächstes Mal andere Sauerkraut. Ja, auch wegen dir, damit du das mitessen kannst. Ja. Also wegen mir, dass ich es mitessen kann. Also das fand ich jetzt nicht so pralle. Also da müsst ihr wirklich das Sauerkraut, wenn ihr es nicht so sauer wollt, entsäuern. Also einmal nochmal durchspülen, bevor ihr das zum Braten nimmt. Also zum Kochen nimmt, weil sonst ist es wirklich ekelhaft. Ich habe auch aus der Webseite habe ich noch ganz andere leckere Sachen, die möchte ich euch auch mal sagen, rausgeschrieben. Sachen, die mir schmecken würden, denke ich mal. Da bin ich auch mal gespannt.
Weil die Gemüse, was meine Frau da isst, rohe Tomaten, Gurken und so, also Salat mit Eisbergsalat oder mit Rucola-Salat, ist einfach nur widerlich. Es ist echt wirklich, Entschuldigung Leute, dass ich so sagen muss, aber es ist widerlich. Für deinen Geschmack. Für meinen Geschmack. Ich hatte, vorgestern habe ich probiert, die Kohlrabi-Pommes, die waren gar nicht mal so schlecht. Ich habe nur ein bisschen Pfeffer ein bisschen übertrieben und danach hatte ich ganz schön Flitzekacke. Da habe ich auch gedacht, oh geil, ganze Klo voll und Mensch, mindestens 2 Kilo leichter. Was war? Gar nichts leichter am nächsten Tag. Fand ich auch natürlich nicht so toll. Und dazu habe ich dann gegessen Frikadellen, also Buletten, aber ohne irgendwas dran. Also wirklich nur Hackfleisch vom Rind, mageres Hackfleisch. Wir nehmen extra Light-Produkte. Mageres Hackfleisch, dann eine winzig Prise Salz, aber mehr Salz, weil Salz normal dürfen wir nicht. Pfeffer, da habe ich ja leider auch mit dem Pfeffer ein bisschen ausgerutscht. Und dann sollte man was sollte man drin machen? Tatar. Tatar sollte man drin machen, habe ich weggelassen. Ich habe mageres Hackfleisch sozusagen. Genau. Tatar, also diese Soße sollte man mit reinmachen, dass es dann, keine Ahnung, noch ein bisschen Grundgeschmack kommt. Nee, Tatar ist mageres Hackfleisch. Nee, da stand irgendwas mit einer Soße, wenn wir Hikes verwechselt. Dann irgendwie so stand da mit einer Flüssigkeit drin. Keine Ahnung. Mit irgendeiner Flüssigkeit schon mal drin. Und dann habe ich Knoblauchpulver noch mit drin gemacht, weil Knoblauch hilft ja auch beim Abnehmen, weil ist ja nicht der Knoblauch, der stinkt, wenn man ausatmet, das ist das Fett, was der im Körper verbrennt. Und ich hatte noch ein bisschen Paprika-Edelsüß mit drin gemacht. Also so, ja, der Grundgeschmack war ja nicht mal so schlecht. Könnte ich mir vorstellen, so ja, wenn ich Buletten mache, das so öfters zu machen, ohne Brötchen drin zu moschen oder Zwiebeln und sowas alles, kann ich mir gut vorstellen. Und die Pommes, die Kohlrabi-Pommes, die muss ich nächste Mal dünnere Streifen schneiden, weil die dickeren waren noch nicht, waren zwar weich, aber ich kann Kohlrabi schon echt nicht mehr sehen, jetzt nach so vielen Tagen Kohlrabi, roh und so. Und jetzt habe ich halt die Pommes gemacht, dann sind sie weicher und das geht eigentlich. Also von der Konsistenz her wie Kartoffeln. Kommt an Kartoffeln vom Geschmack nicht so ganz ran, aber von der Konsistenz, das finde ich schon mal sehr interessant. Ich hatte auch davor dem Tag hatte ich auch, ach nee, da hatte ich gegessen Kohlrabi mit Shrimps. Und da habe ich dann getestet, da habe ich einfach, während ich die Shrimps gemacht habe, weil die Shrimps dünsten ja noch ein bisschen Wasser aus, die sind ja gefroren und so, da geht das gefrorene Wasser weg und ein bisschen von innen drin. Und da habe ich Kohlrabi mit rein gemacht beim Braten, also beim Warmmachen. Und da durch das Wasser hatte Kohlrabi so ein bisschen den Schrimpsgeschmack aufgenommen. Ist weich geworden. Also man muss die Scheiben auch dünn machen, weil wenn die zu dick sind, dann geht's nicht. Und da haben sie so ein bisschen diesen Geschmack. Das fand ich wiederum auch sehr interessant und sehr lecker. So, was habe ich mir rausgeschrieben? Wir haben hier Rezept Hackfleisch-Gemüsetopf. Den haben wir schon gemacht. Kohlrabi-Pommes habe ich gemacht. Hackfleisch-Gemüse. Ne, Hackfleischpfanne mit Gemüse. Das ist wie der Hackfleischtopf, bloß mit ein paar anderen Rezepten, also ein paar Soßen, ein paar Sachen weniger. Nee, das Hackfleisch mit Gemüse ist quasi wie der Hackfleisch-Gemüsetopf, nur ohne die Kräuter. Ach so, ohne Kräuter. Und nicht so mit anderen Gewürzen halt. Also ohne Kräuter und ohne so viele andere Gewürze. Warte, da muss ich mir das aufrufen. Das ist zu klein geschrieben. Ich habe meine Lesebrille jetzt nicht hier. Ich wollte gerade sagen, setz mal deine Brille auf. Veganischer Gemüsetopf mit... Vegetarischer. Habe ich doch... Vegetarisch, ja, schön. Mit Sojaschnitzeln. Fand ich so vom Titel her interessant. Habe ich gedacht, ne, könnte man ja auch mal testen. Was ist da drin? Da ist drin Tomaten, Zucchini, rote Zwiebel, Paprika, Champignons, Knoblauchzehe, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Chilischoten, Thymian und... Oh, ich kann das obere nicht mehr lesen. Kannst du mal gucken, das obere. Filetstückchen. Filetstückchen.
Filetstückchen. So. Valais, also diese vegetarischen. Valais Filetstücken. So, dann habe ich mir rausgeschrieben, Weißkohlpfanne mit Tofu. Weil Weißkohl, das würde ich auch nochmal machen mir, das war auch lecker, aber diesmal muss ich dann dieses, wie heißt das, das Ding, was wir geholt haben, was man rubbeln muss, diese verkrumpelte, was man auch zum Abnehmen nimmt. Thymian, nee, wie heißt denn das? Was, diese braune, diese krumm, Mensch, wo denn immer so ein großes Ding ist, wo du sagst, wir brauchen nur so ein kleines. Knoblauch. Nein. Hä? Ja, diese verkrumpelte, was so von der Farbe her wie eine Tomate, wie eine Kartoffel ist. Und dann haben die immer so ein großes Ding und dann machst du immer so ein kleines Ding nur ab. Ach, Ingwer. Ingwer kommt da rein. So, dann habe ich Hackfleischpfanne mit Sauerkraut. Das hatten wir schon, aber das habe ich hier alles mir mal aufgeschrieben. Kohlsuppe mit Hackfleisch. Das ist, glaube ich, die. Leckere Fischpfanne. Das fand ich jetzt auch so vom Bild her sehr interessant. Das war das, was ich gegessen habe. Das habe ich mir mal gemacht. Das ist das mit dem, wo es so ekelhaft geschmeckt hat? Ja, was ich weggeschüttet habe. Gut, also das können wir nicht empfehlen. Die leckere Fischpfanne. Zutaten. Garnelen, Lachs. Zucchini, Paprika, kleine Champignons, Chilischote. Ja, das ist das, okay. Das können wir nicht empfehlen. Das hat meine Frau gemacht. Also, wem es vielleicht schmeckt, aber uns hat es nicht geschmeckt. Also, ich habe bei meiner Frau gekostet. Es war eigentlich Gemüse mit einer Fischsoße. Eine Fischsuppe? Fischsuppe mäßig. Aber nee, Fischsuppe ist leckerer. Fischsuppe ist ein bisschen leckerer. Das war halt wirklich sehr, sehr... Das Gemüse war noch nicht richtig durch. Doch. War durch? Total ausgewässert und der Fisch wurde da drin gekocht und der Tisch, also das Gemüse hat ausgewässert und dadurch hat der Fisch da drin gekocht und das war nicht schön. Das war alles andere als schön. Ja. Spitzkohleintopf habe ich mir auch noch, weil da sieht das Bild auch ganz interessant aus. Zeige ich euch mal, da ist das Bild. Und da habe ich gedacht, das könnte man vielleicht auch mal. Da ist mageres Rindfleisch, Spitzkohl, Frühlingszwiebeln, Cayennepfeffer, Salzpfeffer. Wäre vielleicht ohne Überlegung. Wobei meine Frau und ich, wir auch gerade am Überlegen sind. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt bei... Muss ich nochmal nachgucken, ich vergesse das immer wieder. Wir sind jetzt bei Tag 15. Also noch 6 Tage, dann haben wir die 21 Tage rum. Und wir sind echt am Überlegen, weil Tabelle und so, das haben wir ja alles. Und Dosen haben wir und Schüttelshake haben wir und so. Ob wir nach den 21 Tagen nochmal 21 Tage jetzt ranhängen. Um zu gucken, ob wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr abnehmen können. Dann muss ich mir auch, dann brauchen wir halt jetzt nur noch die drei Dinger, dann die Redoxol, also die Appetitstiller und halt Shakes brauchen wir. Und dann müssten wir die 21 Tage nochmal schaffen. Da bin ich am Überlegen, ob ich mitmache, weil ich würde auch gerne vielleicht nochmal in die Verlängerung gehen. Mit, aber dann halt mit diesen, was ich euch gesagt habe, mit den Rezepten, dann gibt es die halt 2 Tage. Sind 6, 7 Rezepte. Alle 2 Tage komme ich auf die 21 Tage. Zwischendurch kann es sich ja wiederholen. Hauptsache, ich muss nicht rohen Salat essen. Dann bin ich glücklich. Und die Rezepte, die wir jetzt hier vorhin getestet haben, die sind wirklich lecker. Also außer das rohe Zeug, das, was mir nicht geschmeckt hat. Aber so richtig Rezepte, meine ich, wo man kochen muss, so richtig. Das ist lecker. Kann ich wirklich sagen, das ist wirklich richtig lecker. Nee, ich bin am Überlegen, nochmal 21 Tage hinten ranzuhängen mit meiner Frau zusammen, damit sie das nicht alleine machen muss. Und danach würde ich dann dieses Intervallfasten vielleicht in Angriff. Also erstmal natürlich, müssen wir hier unser Kohlenhydrat, wartet, wa? Kohlenhydrathaushalt müssen wir wieder steigern. Nee, wir müssen dann die Kur zu Ende machen, also Stabilisierungsphase und sowas. Und dann kannst du mit deinem Intervallfasten anfangen. Ja, ja. Das erstmal zu Ende führen. Ja, ja, das meine ich ja. Also dass wir vielleicht jetzt nach den 21 Tagen nochmal 21 Tage ranhängen.
Dann die Stabilisierung. Dann die Stabilisierungsphase, wo man dann halt das Gleiche isst, aber halt eine Kartoffel dazu oder zwei, dass man halt auf seinen Kohlenhydrathaushalt kommt. Aber da denn ohne die Pillen, also ohne Fischöl, Traubenkernextrakt und natürlichen Schwefel und so. Aber frühst noch Shake, oder? Nee, frühst dann. Frühst auch kein Shake mehr. Dann kann ich Brot essen frühst dann. Knäckebrot oder Joghurt oder sowas, Joghurt mit Obst. Ja, Knäckebrot, Joghurt mit Obst und sowas. Über Joghurt esse ich auch nicht. Und nach dieser Stabilisierungsphase sollte es ja so sein, dass der Körper dann durch diese Stoffwechselkur im Prinzip gereinigt ist und dass nur die guten Sachen da sind und dass es im Gehirn auch Klick gemacht hat, ey, das ist dein Zielgewicht. Ich bin mal gespannt. Und dann würde ich, wie gesagt, dieses Intervallfasten testen. Davon hat mir Heinz erzählt. Weil ich bin sowieso nicht der Frühstückesser. Und das würde für mich, weil ich habe wirklich, ihr habt meine Videos bestimmt gesehen, haben wir gestern im Stream drüber gequatscht, von vor ein paar Jahren, wo ich noch sehr dünn war. Bei mir hat es wirklich mit dem Extremgewicht, wirklich mit dem Zunehmen angefangen, wo meine Tochter zu mir kam. Wo ich dann regelmäßig essen musste. Wo ich dann auch regelmäßig gekocht habe. Und das war nicht meins. Also das hat mein Körper überhaupt nicht. Er ist über Jahrzehnte gewöhnt gewesen. Also nicht zu essen, ja. Tiefkühlpizza einmal am Tag. Ich habe auch mal was anderes als Tiefkühlpizza gegessen. Aber einmal am Tag, wenn überhaupt. Ja, das hat mir gereicht. Das ist völlig ungesund. Aber hat mir gereicht. Ja, und siehst du, ja, meine Knochen und alles, ich weiß. Ja, ja, und ich hatte, wie gesagt, vorher habe ich einmal am Tag was gegessen. Und es war unterschiedlich. Dann, wenn ich Hunger hatte, habe ich was gegessen. Richtig, Fertigprodukte. Fertigprodukte. Das war halt mal Mittag, mal auf dem frühen Abend eine Pizza. Und dann vielleicht zum Abendbrot nochmal in zwei Stullen oder so, bevor ich ins Bett bin. Und das war's. Manchmal auch nur eine Pizza. Manchmal habe ich auch zwei Tage gar nichts gegessen, weil ich es vergessen habe. Ja, das ist aber ungesund, musst du dazu sagen. Ja, es ist ungesund, macht das nicht. Ich bin ein ganz schlechtes Beispiel. Bei mir macht sich das bemerkbar an den Knochen, an den Knie und... Es ist wirklich, wirklich ungesund. Es war mir damals aber nicht bewusst, dass es so ungesund ist. Ich war dumm und hatte keine so eine liebe Frau. Und man kann das Essen vergessen. Ja, man kann es wirklich vergessen. Ja, ich mach gleich und dann kommt irgendwas dazwischen, machst du dies, jenes, bum, bum, bum. Und dann zack, ist Abend, du gehst ins Bett. Hast du schon was gegessen? Nee, wolltest doch. Na, machst du morgen. Du kannst das mal vergessen, das ist kein Problem. Und damit war ich immer so bei 70, 80, 85 Kilo. Habe ich so mein Gewicht gehabt. Das hat sich, na gut, ich war auch mal teilweise drunter, so um die 65 oder so bei 1,80 Größe. Da sah ich aber auch sehr, 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 sehr krank aus. Also mit Augenringen bis hier runter und sehr eingefallen und so. Also so weit runter würde ich nicht mehr wollen. Und dann kam meine Tochter zu mir und dann durch das regelmäßige Essen und Kochen und hast nicht gesehen, daran war ich überhaupt nicht gewöhnt. Überhaupt nicht. Dann kam meine liebe Frau, die dann noch leckeres Essen gemacht hat, also schön Gulasch und so. Und da habe ich da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Da gebe ich auch zu, da habe ich dann anstatt einen kleinen Teller oder einen normalen Teller, habe ich mal eventuell zwei Teller gegessen. Wenn ich hungrig war, vielleicht auch eventuell mal drei. Und dadurch kam das dann, da kam der Körper dann gar nicht mehr mit klar. Und wo ich mit dem Rauchen aufgehört habe damals, wo ich vom Rauchen zum Dampfen gekommen bin. Da ist der Körper dann auch sowieso, sagt er, Alter, wo ist mein Gift? Ich brauche gegen das Gift nicht mehr ankämpfen und da nimmst du automatisch zu. Könnt ihr verfolgen in meiner Timeline, wenn ihr euch die älteren Videos anguckt. Also es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Und deswegen sind wir halt am überlegen, Vital Body Plus nochmal weiterzumachen. Nochmal 21 Tage, danach die Stabilisierungsphase zu machen. Und meine Frau weiß ich nicht, was die dann machen will. Ich will dann auf jeden Fall das Intervallfasten anfangen. Die Ernährung so beibehalten. Frau will die Ernährung weiter beibehalten. Ich möchte die Ernährung nicht so beibehalten. Nicht ganz so. Schon teilweise so, aber ich möchte schon wieder Schokolade essen dürfen. Ich möchte auch gerne abends, wenn ich im Stream hungrig bin, gestern habe ich einen Apfel gegessen, möchte ich gerne ein paar Chips essen. Na, Chips nicht, die knistern so. Aber ein Stück Schokolade, so ein, zwei Stücken Schokolade oder ein paar Kekse essen. Ja, so beim Zocken, das würde ich gerne wieder wollen. Ja? Und deswegen das Intervallfasten, dann mache ich von 13 bis 21 Uhr kann ich essen und nach 21 Uhr bis 13 Uhr nichts. Ich will mal gucken, ob es was bringt. Also ich muss irgendwie weit von meinen Gewichten runter. Die 6 Kilo sind schon mal gut, die ich abgenommen habe.
Ich will aber noch mehr. Ich will definitiv noch mehr. Ich bin jetzt bei 109. Ich fühle mich auch schon besser. Viele haben mich gefragt, ob ich jetzt irgendwelche negativen Auswirkungen habe, weil ich jetzt halt von der Ernährung her runtergestuft bin. Nee, ich habe ja hier drinnen meine Medikamente. Also Medikamente sind es nicht, aber Nahrungsergänzungsmittel. Also natürlich ein Schwefel, Fischöl, Traubenkernextrakt. Da ist alles drin, das, was wir jetzt so, durch, weil wir keine Kartoffeln essen und so, nicht kriegen. Und ich muss sagen, ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich wirklich gut. Ich stehe früh ganz locker easy auf, ohne dass ich sage, oh. Und der Shake macht mich auch satt frühs. Also frühs nehme ich ja kein Reduxol, also Appetitzügler oder so. Ich trinke frühs den Shake. Jetzt habe ich habe noch ein bisschen Schoko, jetzt bin ich gerade bei Cookie. Cookie ist jetzt nicht so ganz so lecker. Das war am Anfang ziemlich süß, wenn du von Schokolade umsteigst. Aber jetzt geht's. Jetzt ist es angenehm. Aber ich finde den Schokoladenshake, ich habe wie gesagt nur zwei getestet bis jetzt, finde ich jetzt für mich persönlich interessanter und leckerer. Obwohl Schokolade auch nicht ganz nach Schokolade schmeckt, schmeckt ein bisschen nussig. Aber es ist halt sehr lecker. So. Dann soll es das jetzt soweit auch zum Zwischenbericht gewesen sein. Vielleicht mache ich die Woche nochmal ein Odin kocht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht, ich bin am Überlegen wegen den Kohlrabi-Pommes. Wir wollen ja heute nochmal einkaufen, Wasser und so holen. Oh ja, und ich möchte gerne wieder zu Wasser umschwingen mit Sprudel. Wasser mit Sprudel, oh ja. Oder vielleicht ab und zu mal wieder ein Energy. Oh, oder dieses Energy-Pulver. Da gibt es auch gibt es auch bei Vital Body Plus, habe ich gesehen, auf der Webseite im Store. Gibt es so Energy, so ist mischte mit Wasser an und dann ist so wie Level Up, so was in der Art ist das. Ja, bin ich mal gespannt. Also das fehlt mir. Das fehlt mir. Abends beim Stream ein paar Kekse essen und ein Energy zum Wachwerden und zum Munterbleiben. Das fehlt mir. Und vor allen Dingen das normale Essen. Also das Essen ist jetzt zwar lecker, aber also das, was wir jetzt gemacht haben, ist lecker, aber mir fehlt wirklich Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Ich esse Reis ist nicht meins, aber Kartoffeln, Nudeln, aber hauptsächlich Kartoffeln. Ich esse auch gerne einfach mal nur so Kartoffeln und Soße. Da muss jetzt nicht mal ein Schnitzel dazu geben. Aber grüne Bohnen sind auch nicht mehr drin. Oh, und ich würde gerne wieder Kartoffeln, Soße mit grünen Bohnen. Muss nicht mal Schnitzel sein. Oh, panierte Sachen sind nämlich auch weg. Oh, das wäre geil. Zucchini esse ich ja auch paniert. Müsst ihr mal, kann ich euch mal ein Problem sagen? Achso, haben wir jetzt noch einen großen, die ist oben bei dir, die große Zucchini, wa? Scheiße. Im nächsten Video werde ich euch mal mache nochmal ein Zwischenvideo und zeige euch mal eine große Zucchini von meiner Mutter, so ein Ring. Meine Mutter hat die immer geschnitten in Scheiben und dann paniert wie ein Schnitzel und in Pfanne ein bisschen eine Prise Salz rüber. Leute, das ist lecker. So, aber nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich ziehe weiter eiskalt durch. Ja, entweder bis zum nächsten Video, nächsten Kochvideo oder was weiß ich, oder Stream. Heute Abend ist wieder ein Stream. Ich bin dann mal weg. Ahoi, das hat euer Odin.